Wenn ich aber hingegen eine kleine Summe spende, um meiner Nachbarin zu gefallen, guck mal, wie viel der spendet und so weiter, dann ist das wiederum nicht gut als Handlung. Wenn man Menschen hilft durch Spenden, dann ist es grundsätzlich gut. Wenn eine große Firma das macht, um das von der Steuer abzusetzen, ist das dann auch noch gut? Die Frage ist jetzt, aus welchem Motiv etwas geschieht. Wenn eine große Firma sehr, sehr viel Geld investiert, um etwa Steuervorteile zu erlangen, und es wird Erdbebenopfern damit geholfen, spricht ja überhaupt nichts dagegen. Wenn ich aber hingegen eine kleine Summe spende, um meiner Nachbarin zu gefallen, guck mal, wie viel der spendet und so weiter, dann ist das wiederum nicht gut als Handlung. Aber die Firma, die hat ja keinen guten Willen, die will eigentlich nur Geld sparen. Richtig, deswegen ist es auch gar kein ethisches Verhalten. Das heißt, eine Firma handelt in der Regel sowieso gar nicht, weil nur Individuen handeln können. Aber wenn eine Firma etwas tut, zum Beispiel Steuern einsparen durch bestimmte Maßnahmen, was begünstigt wird von staatlicher Seite, dann kann das klarerweise gute Konsequenzen haben, ist aber keine ethische Handlung. Das heißt, Spenden ist immer gut, egal zu welchem Zweck. Die Probleme, gegen die wir kämpfen, wenn wir zum Beispiel zu Spenden aufrufen oder wenn wir Institutionen schaffen, Hilfswerke, die international operieren können, kämpfen wir gegen systemische Probleme. Diese systemischen Probleme kann nicht ein Einzelner und auch nicht sehr viele Einzelne in den Griff bekommen, sondern da muss die internationale Gemeinschaft gigantische Strukturen schaffen, die sie derzeit gar nicht bereit ist zu schaffen, die wirklich eingreifen. Da reicht kein Spendensystem. Das heißt, mit meinen 2 Euro Spenden kann ich eigentlich eh nichts Gutes bewirken. Natürlich kann ich als Einzelner in gewisser Weise was mit meiner Spende ausrichten und ich kann auch aus gutem Willen, das heißt aus der Einsicht in die richtigen Gründe, mich für eine bestimmte Sache engagieren, gar keine Frage. Allerdings ist es so, dass eine Welt, in der nicht Individuen irgendwie ihr Geld zusammensammeln müssen, um anderen Individuen zu helfen, eine schlechtere ist als eine Welt, in der wir die richtigen Strukturen haben, die dafür sorgen, dass entweder der Notfall erst gar nicht eintritt oder der Notfall effektiv behoben wird. Das heißt, wir sollten Erdbeben sicher bauen oder Erdbebenforschung mehr betreiben. Um sicherzustellen, dass hier saubere Regionen sind, in denen man überhaupt bauen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen in die richtigen Institutionen investieren. Das ist meist der bessere Weg.